Ich möchte vorausschicken, dass ich großes Verständnis habe für Lärm, egal welcher Art. Und dass Menschen, die diesem Lärm ausgesetzt sind, hypersensibel waren, habe ich auch noch Verständnis. Dennoch kann ich mit diesem Antrag wenig anfangen und möchte auch einmal eine Lanze für die Motorradfahrer brechen. Ganz klar. Denn würden wir von den 80er und 90er Jahren sprechen, dann würde vieles hier stimmen. Damals gab es eine andere Art von Motorradfahren. Die Motorräder waren lauter, als sie es heute sind. Und es war ein ganz anderes Selbstverständnis oder eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Zeit. Heute, die Motorradfahrer von heute, der Großteil. Und gestern wurden alle in eine Ecke gestellt. Es gibt einige schwarze Schafe wie überall, aber der Großteil der heutigen Motorradfahrer sind verantwortungsbewusst, sind sensibel, gerade auch was die Umwelt anbelangt, was die Natur anbelangt. Wieso kommen Menschen hierher? Weil sie unsere Berge lieben. Auf einem Motorrad erlebt man die Landschaft und die Umwelt auch ganz anders, nimmt man sie anders wahr als im Auto. Ich glaube auch, und da das belegen Fakten, was die Herstellung von Motorrädern anbelangt, sind sie umweltfreundlicher, verbrauchen weniger Energien, verbrauchen weniger Ressourcen. Also es so kategorisch zu verteufeln, wie es hier passiert, dagegen verwehre ich mich und ich halte auch nichts von Verboten und Einschränkungen. Und wenn ich im Antrag lese, dass man über die Sommermonate bestimmte Straßen verbieten soll, dann frage ich mich, warum Sommermonate? Im Winter hat kaum ein Motorradfahrer sein Motorrad versichert, wird es auch keinen geben. Das heißt, man will die Motorräder weg haben. Und ich persönlich finde das diskriminierend einer Gruppe von Verkehrsteilnehmern gegenüber, eine Ungleichbehandlung, die einfach nicht richtig ist. Und ich halte überhaupt nichts von dieser Verbitteritis, wie sie in den letzten Jahren immer wieder in vielen Dingen, in vielen Themen zum Ausdruck gekommen ist. Feuerwerke abschaffen, SUV-Besitzer bestrafen, Fleischessen verbieten, Vermieter enteignen, Motorräder alles weg. Ich halte davon nichts. Aber wo ich schon dafür bin, das begrüße ich, wenn Kontrollen gemacht werden. Und da fehlt es in unserem Land, da fehlt es generell, da fehlt es in Tirol, da fehlt es in Bayern, da fehlt es überall, wo der Motorradtourismus praktiziert wird. Da ist anzusetzen. Auch mit Aufklärung und auch mit Sensibilisierung und Kontrollen. Aber Verbote, was das Motorradfahren anbelangt, da bin ich strikt dagegen.